Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme des TCG Card Shop Simulators. Was wollen wir heute machen? Wir können den Laden noch mal ein bisschen erweitern und wir wollten heute möbeltechnisch uns noch mal anders ausprobieren. Und außerdem werde ich den automatischen Duft noch mal genau unter die Lupe nehmen. Da klappt noch nicht alles so perfekt. Also, lasst uns reingehen. Los geht's. Ja, und da sind wir drin im Spiel vor unserem Café oder Cardshop, wie auch immer. Zweiter Eingang ist hier vorne. Wir sehen jetzt hier, dass ich hier nochmal was Neues gemacht habe. Ich habe hier einfach mal einen weiteren Schrank reingestellt mit den Duftgeschichten, weil das mit dem Duft ja nicht so wahnsinnig klappt. Und so kann ich hier mal relativ schnell hergehen und dann eben die Leute bearbeiten sozusagen. Aber es wird heraus auch gekauft. Ich hoffe, dass es gekauft wird. Nicht, dass die aus der Tür verschwinden und wir haben hier Diebstahl. Sei es wie es sei. Ja, dann habe ich das nochmal ein bisschen anders angeordnet hier mit den Kassen. Wir hatten ja im letzten Mal ja hier hinten erweitert. Und auch sehr schön persönlich, gefällt mir wirklich super, dass wir dahinter dann auch das Regal haben. So passt das ganz gut. Können heute wahrscheinlich, ja, vielleicht die ganze Wand freimachen. Wir haben zwei weitere Möglichkeiten zu erweitern. Vielleicht wird das dann fertig. Dann werden wir allerdings die Kasse ein bisschen nach hinten schieben, weil wir den Platz brauchen und wegen den Karten. Das hatte ich euch ja beim letzten Mal gesagt und versprochen, dass ich da die Finger von halte. Das machen wir gleich auf jeden Fall zusammen. Und die Duftmaschine, wie gesagt, ist ein nächstes Thema. Sie funktioniert, ja, aber jetzt nicht so top. Man hat ja den Radius erweitert, das hatte ich ja auch beim letzten Mal erzählt. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings brauchen die manchmal so zwei Schübe oder sehr oft, also eigentlich immer zwei Schübe, um sauber zu sein, sagen wir es mal so. Und deswegen wäre die Idee hier im Eingangsbereich, das hatte auch jemand von euch geschrieben nochmal, das hatte ich auch schon mal getestet, aber eine allein reicht nicht. Ich habe die Idee, dass wir uns jetzt mal zwei Stück davon hier im Eingangsbereich setzen. Und zwar kaufen wir uns jetzt mal zwei von den kleinen, ach nee, hier sind wir falsch, hier müssen wir hin. Zwei von den kleinen, die reichen ja völlig aus, also wenn ich von klein spreche, und dann kann man das ja eigentlich gar nicht sagen. Das sind ja wirklich Mega-Dinger. Na, übrigens hatten wir 25.000, jetzt haben wir noch 24.8. Level 28, wie gesagt, mit 27 kann man einiges machen. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Hier hatte ich es eigentlich vor, aber man sieht schon, dass es hier nicht funktioniert. Das ist blöd, dann müssen wir es doch auf die Seite stellen. Ja, dann ist es halt so. Ist hier an der Wand aber, glaube ich, noch ganz erträglich. Die müssen auf jeden Fall daran vorbeigehen. Deswegen versuche ich das jetzt mal. Ja, das kann man machen. Da kriegen sie direkt die volle Dröhnung. Dann werden wir da mal zwei Stück reinputzen und das Ding vor allem auch anmachen. Das darf man nämlich auch nie vergessen. Und dann würden die jetzt hier einen kriegen und wenn sie sich im Laufe des hier aufhalten oder hier, dann kriegen sie hier den zweiten. Und das gleiche machen wir jetzt nämlich nochmal hier. Da habe ich nämlich das Eckchen freigehalten. Da hatte ich zuerst den Schrank stehen, aber das ist ja viel praktischer für dieses Vorhaben, was ich jetzt hier habe. Und deswegen, ja, es wäre zwar schöner hier, aber ich habe so die Befürchtung, es reicht nicht aus. Na komm, ein bisschen verschieben wir noch nach da. Durchkommen tut man, ja. Ja, und dann pff, erledigt. Auch zwei rein und dann anmachen und dann sind wir mal gespannt, ob wir dem ein bisschen näher kommen. So oder so muss man separat noch mal ein bisschen durchgehen, aber ich kann euch Folgendes sagen, dadurch, dass wir beim letzten Mal den Mitarbeiter reingestellt haben, hast du für solche Dinge eben auch Zeit. Ja, das ist eben der Vorteil. Also ich kann trotzdem noch kassieren und das finde ich auch gut und das möchte ich ja auch und trotzdem kannst du Karten aufmachen etc. Also von daher passt das auch. Ja, gut, dann schauen wir uns mal die Erweiterung an. Da bin ich jetzt auch mal mega gespannt. In unserem, ja, ich sage jetzt immer mit einer Spieleraum nebenan, ist es noch nicht möglich. Level 30, dann erst 35. Also es wird echt immer schwieriger. Dann übrigens erst Level 50. Das ist also, ja, utopisch, will ich fast sagen. Wie lange soll man daran sitzen? Das macht mega Spaß. Deswegen komme ich ja auch gerade ganz gut weiter. Und ich merke auch, dass das Spiel euch Spaß macht. Insofern gibt es gerade mal ein paar Aufnahmen am Stück. So, hier haben wir noch die 11 und die 12 ist möglich. Dann geht es im Laden auch erst ab Level 31 weiter. Aber die beiden, die werden wir uns jetzt mal gönnen. Einmal für 2,3 und einmal für 2,5. Und dann schauen wir mal, ja, das komplette Eckchen hat sich erweitert. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es würde mir jetzt erstmal reichen, um den Tisch hinzubekommen. Den werden wir natürlich nicht da hinten machen, sondern ich habe jetzt vor, die Kasse ein bisschen zurück zu versetzen. Der geht zwar dann an die andere Kasse, das mag ich nicht, weil ich finde die Kasse da hinten gut. Aber das können wir gleich wieder anders machen, indem wir ihm einfach nochmal die Kasse anklicken, dann geht er nämlich wieder darüber. So, das habe ich auch mal, die hatte ich auch mal gekauft, möchte ich jetzt nicht verkaufen. Da kann man ja so ein paar bisschen Karten präsentieren. Vielleicht kommt das irgendwann mal zum Tragen. Da hinten stört es jetzt erstmal nicht, deswegen alles gut.
So, wenn ich das jetzt, glaube ich, mit Q anklicke, ja, ist es schon soweit. Wir können hier ja noch ein bisschen Platz gewinnen vielleicht. Ganz so weit davon weg muss das nicht stehen, aber so finde ich das schon in Ordnung. Ja, finde ich gut. Und dann wandert er hier wieder drüber. Und jetzt hätten wir ein bisschen Platz. Wir müssen das natürlich jetzt noch anpassen und das dann dazwischen stellen. Das war nämlich dann auch die Idee. Und da müssen wir mal beobachten, ob der beides auslöst. Ich glaube, er hat häufig, wenn der hier gestanden hat, nicht ausgelöst. Das ist ja immer so eine Geschichte, wie das dazwischen da steht. Müssen wir einfach mal beobachten. Aber jetzt haben wir uns hier ein bisschen Platz geschaffen für den Tisch. Hier hätten wir zum Beispiel auch noch Platz für die Karten. Die brauchen wir allerdings nicht. Allerdings seht ihr, habe ich hier schon ein bisschen umgeräumt, weil wir können eine Sache schon mal jetzt sofort freischalten. Das ist nämlich diese Box zu den neuen Schicksalskarten. Wir haben ja die grundlegende Schicksalsbox letztes Mal freigeschaltet, aber mit Level 27 ging erst die dazugehörige Box. Und die werden wir uns jetzt für 4000. Das ist echt viel dafür, dass die Karte nicht so läuft. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und holen uns dann drei Stück, denn wir wollen das ja auch quasi vervollständigen. Dann passt das so, dass wir die Box daneben haben und nachher müssen wir dann nochmal aufrücken, aber das ist Zukunftsmusik. Fangen wir mal jetzt so an, wie es weiterläuft. Und dann schauen wir uns natürlich noch weitere Lizenzen heute an. Die kommen erstmal da rein. Was mir nämlich ganz, ganz wichtig ist, ist dieser Tisch, wovon ich sprach, dass wir da auf jeden Fall ein separates Geschichtchen hätten. Da hätte ich nämlich zwei Ideen zu. Wir hätten einmal diesen Vintage-Tisch für die etwas höherwertigen Karten. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen. Schaut mal, die habe ich jetzt immer hier so ein bisschen am Anfang. Hier 129, 149, das sind gerade, oder 99. Das sind gerade die Karten, die so, ja, höherwertig sind, ja. Denn dann ist die Frage, was stellen wir denn auf den Tisch? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir hatten hier noch eine Karte stehen und da einmal zu dem Thema, ja, Karten verramschen oder nicht, ne? Das ist ein großes Thema unter euch auch. Kann ich ja auch verstehen. Wir hatten hier eine Karte, die hatte einen Wert von, ich glaube, 6.066 Euro oder sowas in der Art. Ich habe da mal 6.666 dran gemacht und sie hat sich dann auch irgendwann verkauft. Es hat lange gedauert, aber sie hat sich verkauft. Ja, dann habe ich noch zwei Karten gespawnt oder gedroppt, sind die, die so 1.500 hatten. Die hatte ich auch etwas höher angeboten, also 1.600, 1.700 und dann sind die auch verkauft worden. Man muss Geduld haben. Aber ob ich die eine Karte, die 11.000 Karte, verramscht habe oder nicht, das lassen wir einfach mal so da stehen. Also ihr wisst alle, ich habe es schon gesagt, wir wollten ein bisschen Geld machen, damit der Laden hier weitergeht. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, weil wir sind schon recht weit. Also von daher können wir in Zukunft vielleicht ein bisschen darauf achten natürlich, und da habe ich auch geschrieben, ich bessere mich, da nicht mehr so aufs Geld zu achten, sondern ein bisschen mehr auch auf die Hochwertigkeit der Karten. So, und jetzt geht es hier um diesen Vintage-Tisch, den würde ich sehr gerne holen, 2000 kostet er auch, und den jetzt hier zwischen platzieren. Schauen wir uns mal an, wie groß der denn wirklich ist. Einmal R, oh ja, das geht aber noch. So, da könnte man jetzt eigentlich auch so das Ganze so vor die Kasse vielleicht, sehe ich jetzt gerade mal so, aber ich müsste mich anders stellen. Ne, so geht's. Ne, andersrum wird es mir, glaube ich, doch besser gefallen. Hier so mittendrin. Von der und von der Seite. Dann ist das auch ein Lauf. Ja. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel Ette hier schon nehmen und hier rüber machen. Und dann haben wir doch schon mal so teure Karten hier drüben. Man könnte das jetzt so machen, alle, die über 10 Euro sind, ne? Weil die sind ja die, die jetzt auch vom Spiel besonders bevorzugt werden, weil wir dann ja immer so ein Laut kriegen, wenn wir Karten aufmachen, ihr wisst es. Das wäre ja eigentlich dann so eine Geschichte, dass wir die dahin räumen. Fände ich eigentlich ganz schön. Die andere Idee übrigens, die ich noch hatte, wäre, und das wäre auch nicht so schlecht, das können wir jetzt gut, da, das können wir trotzdem machen, indem wir den hier so ein bisschen wegsetzen. So einen kleinen Gang dazwischen lassen, weil einen neuen kriegen wir da sowieso nicht hin. Ah, das ist jetzt wieder mein Monk, aber von hier aus sehen wir es besser. So, und dann können wir auf einem Tisch nämlich die Bestimmungsgeschichten machen. Können wir jetzt mal versuchen, direkt umzusetzen, wenn ich hier jetzt mal anklicke und dann mit F können wir ja das ändern. Können wir auf Bestimmung gehen und hier können wir die Geschichten aus dieser Geisterwelt machen. Das fände ich ja eigentlich auch ganz schön, dass man das so ein bisschen separiert. Ja, und preisetechnisch dachte ich ja, ich bin jetzt da auch mal ein bisschen drüber. Hier 666, oh, 7200 natürlich nicht, aber 27. Also da teste ich mich jetzt auch schon ran, dank euch. Hat das auf jeden Fall auch gut funktioniert. Die verkaufen sich auf jeden Fall auch für diese Preise ganz gut. 3,85, dann nehmen wir auch 4,50. Was haben wir hier noch? 3,75. Da werden wir natürlich gleich noch ein paar aufmachen. In der Hoffnung, wir werden da auch noch ein paar gute
erwischen. 361, naja, komm, das kann so bleiben. Ja, und dann werden wir das gleich konsequent fortsetzen, wenn wir denn die Sachen wieder verkauft haben. Da räumen wir jetzt nicht um, das machen wir im Laufe des Spiels. Sind hier noch irgendwelche hochwertigen, sehe ich gerade 12 Euro. Dann lass uns die auch noch nach hier bringen. Und auch, guck mal, hier noch eine 45er. Ja, ist gut, dass wir hier mal gucken. Denn dadurch, dass ich gerade die etwas hochwertigen höher im Preis angesetzt ist, kriegt man ja manchmal gar nicht mit, wenn die gar nicht verkauft werden. Das ist ja so die nächste Geschichte. Ne? Vielleicht sagen die Leute immer, es ist zu teuer. Und dann muss man, oh, hier ist auch noch eine, hier sind noch einige. Das ist eine gute Idee, dass wir da jetzt mal durchgucken. Ach, guck mal, hier noch eine 50er. Ja, vielleicht ist die Preisstrategie doch nicht so die richtige. Wir werden es zusammen rausfinden. Hier ist noch eine 15-Euro Karte und da ist der Tisch fast voll. I break together, da war es doch. Da war es okay. So, jetzt können wir jetzt den Tisch noch auffüllen. Und dann müssen wir natürlich hier wieder umwechseln auf das Normale. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Karten aufgemacht habe. Ach ja, guck mal, hier sind noch welche für den Tisch. Ja, da denken wir jetzt auch nicht viel drüber nach. Die butzen wir jetzt erstmal so da rein. 4,60, das war auch okay. Und dann haben wir hier noch 3,72. Ja gut, die müssen wir mal anpassen. Dann machen wir mal 4,20 draus. Und dann haben wir hier noch zwei der Vollständigkeit halber. Denn wir müssen auch ab und zu mal die kleineren Karten verkaufen. Trotz Werkbank und so weiter. War das die jetzt hier? Oh ja, die ist auch zu günstig. Und dann hat man noch eine teurere. Ah, das passt auch perfekt. Die ist da. Wunderschön. Für 20,33. Da machen wir mal frecherweise 25 draus. Gucken wir uns mal an, wie das geht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal auf. Wir haben gleich noch vor, andere Artikel aufzunehmen. Aber lass uns erstmal einen Tag durchputzen. Ich bin ja vor allem auch mega gespannt, was hier unser Gerät macht. Sehr schön. Ich hoffe, ihr euch knallt nicht die Ohren durch, wenn ich das Geräusch mache. Erstmal ihn hier. Ah ja, ist ja gar nicht dreckig. Wir müssen erstmal auf jemanden warten, der dreckig ist. Sonst löst es ja gar nicht aus. Übrigens wieder vielen Dank für die vielen Kommentare. Also das Spiel kommt gut an bei euch, bei mir auch. Und deswegen, ja, will mal gesagt sein für alle, die meine anderen Spiele auch noch gerne weiterverfolgen. Die geht natürlich weiter. Ne? Selbst morgen, wer relativ zeitnah guckt, kommt eine neue Folge vom Factory Outlet Simulator. Ich bereite den Retail Simulator gerade wieder vor. Company, das fehlte noch. Retail Company Simulator bereite ich gerade schon vor, dass wir da wieder auf dem Stand sind, dass wir was Aktuelles haben. Denn auch mal für alle Neuen, mein Kanal steht dafür, dass wir ja eigentlich immer was Neues machen wollen. Ich kann hier 20 Folgen lang mit euch Pakete auspacken, aber das finde ich persönlich auch langweilig. Deswegen ist es so, dass es dann auch schon mal ein bisschen dauert. Hauptsache, das Wichtigste für mich ist immer, was Neues zu präsentieren. Oder relativ Neues. Natürlich machen wir jetzt hier auch so Kassenarbeiten oder sonst wie, aber es ist immer was dabei. So hat das jetzt bei der Dame gepfft. Also ganz richtig, also ganz sauber sind sie ja nicht. Da ist sie jetzt aber sauber geworden. Das mit dem zweiten Teil, das kann funktioniert haben jetzt. So, 149, danke. Da ist eine gute Karte weggegangen. Der Herr ist noch nicht so ganz. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen nach. Jetzt geht er raus, kriegt den zweiten und ist dann sauber geworden. Jetzt mit dem Rausgehen, das passt natürlich jetzt nicht so gut. Wäre uns lieber, wenn es drinnen passiert. Aber ich glaube, kommt noch mal jemand? Nee. Wir müssen es weiter beobachten, aber ich glaube, dass das der richtige Weg sein kann. Sehr schön. Dass wir die Kassen jetzt so ein bisschen versetzt haben, ja, ist nicht ganz optimal, aber ist jetzt nicht anders zu machen. Finde es aber jetzt auch in Ordnung, oder? Ich gucke es nochmal von hier hinten mir an. Ja, gibt es. Bei so, fällt mir jetzt sofort ein, bei so Autovermietungen, da sind die auch schon mal so hintereinander angesetzt. Also sowas gibt es so schaltermäßig. Gut, gucken wir mal rein, ob wir vielleicht noch ein paar schöne Karten kriegen nebenbei, wenn wir das dürfen. Ich gucke ja, wie gesagt, immer gern zur Kasse. Jetzt steht wieder einer da. Aber wir machen mal weiter. Auch da schönen Gruß an Thomas, der das Spiel jetzt auch spielt. Hatte ja geschrieben, das ist schon manchmal ein bisschen demotivierend. Guck mal, 13,87. Wenn die Karten nicht so droppen, wie sie droppen sollen. Aber das sagte ich ja schon beim letzten Mal. Man muss echt Geduld haben. Also, wie gesagt, offline gab es dann wieder so eine zweimal so 1500er Karten. Das ist schön, 4,30, aber da muss man echt Geduld haben. Irgendwann kommt's. Ich glaube, da gibt es kein System, dass einige die schneller kriegen wie andere. Also das ist, wie sollte das System das auch machen? Ich muss mal eben ein bisschen leiser drehen, weil ich gar nicht, ob es jetzt zu laut war.
So, dafür haben wir ja jetzt nichts mehr, aber dafür müssen wir auspacken. Ach nee, wir hatten ja gerade eine gespawnt. Die könnten wir da hinmachen. Die war, glaube ich, drüber. 13,87. Dann noch 14,90 ist ja schon vernünftig erhöht. Alles gut. Übrigens auch mit den zwei Lagerregalen, die ihr seht, komme ich bisher super hin. Es kann natürlich sein, umso mehr Artikel kommen, umso schwieriger wird es. Aber bisher brauche ich, ihr seht, das ist auch noch nicht ganz voll. Will ja auch nicht lagern. Ich möchte ja auch alles im Verkauf haben. Deswegen. Aber es kommt mir immer mal vor, dass was überbleibt. 36, 30. Hier hatten wir die Diskussion mit jemandem und die 2-Euro-Stücke. Lieben Gruß an dich. Du hast vollkommen recht. Du spielst nur mit Dollar, hast du gesagt. Ich spiele, habe aber hier jetzt erstmal auf Euro gestellt. Übrigens, der Herr hat es immer noch nicht erwischt. Aber das meinte ich ja. Da gehen wir jetzt mal separat hin. Guten Morgen. Schöne Dusche, ne? Ja, diese 2-Euro-Stücke wären Wunsch, aber ist ja, wie gesagt, wirklich Kleinkram. Der Entwickler hat noch sehr viel vor. Das steht ja in dieser Roadmap, wie ich schon mal sagte. Und da soll man sich erstmal darauf fixieren, damit wir hier schön weiterkommen. Unter anderem sollte ja irgendwann mal echte Turniere, was die Karten angeht, geben, ne? Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. 6, 88, 27, 55, vernünftig. Ja, dann können wir mal ein bisschen hochgehen. Ja, 3,20 auch gut. Ja, aber es geht gut weg. Und wie, was ich gerade meinte, mit wir müssen ja auch mit den niedrigen Karten. Also ich habe ja, oder man kann dieser Werkbank ja nur sagen, alles bis 1 Euro. Mehr geht ja gar nicht. Und deswegen alle Karten, die hier so 2, 2,70, die werden ja irgendwann hier mal, ne, die sind sowieso in vielen Mengen da. Von daher ist ja gut, wenn wir die auch mal so. Ich mache immer mal so einen Tag oder einen halben Tag, wo ich nichts auspacke und das einfach mal da drauf putze. Damit die dann auch mal weg sind. Ist ja auch Geld, auch wenn es Kleinvieh ist. So, 17,80 zurück. Oh, 1 Euro vergessen, Entschuldigung. Gut, die schon wieder. Sie schon wieder. Dann bleibe ich nochmal hier, sonst würde ich jetzt nochmal gerne ein paar Karten aufmachen. Und dann freue ich mich morgen schon auf die neuen Lizenzen, also am nächsten Tag jetzt hier. Denn da können wir auch ein bisschen was machen. Ich mache also wirklich häufig die roten auf. Und wir müssen, ach guck mal, 39, 27, auch nice. Dann hätten wir schon wieder eins für diesen Tisch, aber der ist gerade voll. Da muss man vielleicht doch die Preise, wie gesagt, irgendwann anpacken. Wir machen jetzt nochmal hier von welcher auf. Denn da hinten haben wir Lücken. Oh, jetzt stehen gerade zwei Leute da. Ihr müsst jetzt mal eben warten. Da ist natürlich noch nicht so viel, weil das ist ja das Basis, also das grundlegende Geschichtchen. Da geht es aber auch irgendwann weiter. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Ja, so folgentechnisch ist wahrscheinlich immer so Level Up und dann kann es eine neue Folge geben. Das nächste ist ja 31 oder 30, weiß ich gar nicht. Können wir gleich nochmal gucken. 1,50 zurück bei Ihnen, Dankeschön. Und 49 zurück bei Ihnen, Dankeschön. Komm, wir machen nochmal drei auf. Ab und zu ist da wirklich dann auch eine schöne Karte dabei. Da zum Beispiel 26,67, ist doch schon nice. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Setzen wir die auch auf den Tisch? Ich würde sagen, ja, ne? Da brauchen wir schon fast einen zweiten für. Weil, da guck mal, eine Sache ist jetzt frei. Da können wir aber noch die hier nehmen für 39. Dann machen wir mal, komm, schauen wir uns mal 44 zu. So. Und dann switchen wir hier mal eben. Ach nee, da muss ich ja gar nicht. Switchen wir hier mit F mal eben um. 26 lassen wir dann mal. Dann bleibt die natürlich da. Ne? Aber sie ist ja auch nicht verloren. Irgendwann geht es ja dann auch weiter. So, dann muss ich mal wieder zur Kasse springen.
10 zurück bei Ihnen. Dankeschön. Und 40, ups, 40, 80. Danke. Jetzt wird es langsam dunkel. Hier ist noch alles okay. Machen wir Licht an. Hier ist auch alles okay. Wie sieht es hier im Raum aus? Da hinten ist einer am Miefen. Ja, das ist die hinterste Ecke. Wie wollen wir da hinkriegen, ne? Die müssten mit einem Schwall, müssten die quasi dann sauber sein. Ich kann mir aber vorstellen, der Herr hat jetzt zum Beispiel, müsste auch einen gekriegt haben. Wenn er jetzt zur Kasse geht, kriegt er den zweiten und ist sauber. Ja, darum geht's. Es muss zweimal Pff machen. Darum geht es wirklich. Na gut, ist aber auch jetzt nicht so entscheidend, finde ich. So, 8 Euro bei Ihnen, 2 zurück, Dankeschön. Habe ich jetzt doch die? Nee, sorry. Nee, ist schon richtig, 2,77. Ich glaube, die konnten wir höher setzen, ja. 3 Euro sind drin. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben erst 18 Uhr. Ich dachte, wir hätten schon später. Oh, die sind einige höher hier. 2,90. Und die war es, glaube ich, auch. 2,60, 3 Euro. Sehr schön. Den lassen wir mal, wie es ist. Ja, und hier hat sich auch ein bisschen was getan. Haben wir noch eine von den höherwertigen? Ja, hier nicht, aber in dem anderen, glaube ich. 26,67. Dann machen wir mal glatt 30 da draus. Schön. So, wie sieht es hier aus? Da kommt gerade ein Stinker. Kommst du hier rein oder kommst du da hinten rein? Hier. Ach, guck mal, der hat sich jetzt aber genau da drüber. Müsste ich das nochmal ein Stückchen vielleicht... Da, siehst du, jetzt hat es nämlich ausgelöst. Aber nur einmal. Mal gucken, guck mal, jetzt macht das zweite Mal, da haben wir perfekt jetzt gerade mal die Lösung. Also es braucht zweimal die Auslösung, damit die sauber sind. Das geht aber auch noch, dass das Gerätchen da steht. Ja, und dann kommen wir nochmal kurz zu den Tischen, wenn ich nicht kassieren muss. Das ist auch nochmal so ein Thema. Thomas hatte, glaube ich, auch geschrieben, man kann die Gebühr ändern. Ist mir noch nie aufgefallen. Unter Bearbeiten kannst du hier auch sagen, du nimmst hier 20 Euro dafür. Ist mir nicht aufgefallen. Wir haben das Thema ja hier gemacht, dass wir es verändert haben. Wir gucken auch nämlich nochmal durch, ob wir noch was anderes spielen können, was uns noch mehr Geld bringt. Den goldenen Stern für 22 die Stunde, den Ex-Kampf für 28 und da brauchen wir noch ein paar für den Vollausbau. Dann lass uns ruhig mal den Ex-Kampf aufstellen. Ihr wird gleich sehen, wir haben so um die 1500 Euro jedes Mal bei den Spieltischen. Ja, wir haben natürlich 2 Tische mehr gemacht, aber auch dadurch, dass wir das erhöht haben. Insofern ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt hier nicht 28, sondern wir nehmen mal ganz vorsichtig 29. Wobei, nee, komm, wir machen mal 30. Thomas hatte, glaube ich, verdoppelt und dann kam gar nichts mehr. Aber das würden wir ja dann sehen, wenn hier an den Tischen nicht viel los ist. Aber da können wir vielleicht auch noch ein bisschen Geld rausholen. Auch mal ein guter Tipp. Danke dafür. Ich habe es gar nicht gesehen, dass das auch zu bearbeiten war. 5 zurück. Dankeschön. 3, 20, Karte, 24, 20, gut ist. So, da haben wir wieder Platz für was Größeres, haben wir aber gerade nichts, ne? Das ist das Album. Das mit dem Wechseln ist manchmal doof. Können wir aber jetzt eben hier drauf machen. 3, 70, 2, 92, dann nehmen wir 3, 30 für. Gut. Dann gucken wir nochmal in die Pakete hinein. Gleich in einer halben Stunde ist auch Feierabend, weil dann macht ja pünktlich Johnny Feierabend. Ich habe ihn ja beim letzten Mal liebevoll Johnny die Schnecke getauft. Ich hatte aber irgendwann mal auch Freddy gesagt, glaube ich, zu ihm. Hat einen Doppelname. Johnny, Freddy, Mercury. Oh, guck mal, 65, wie schön. Und 7er auch dabei. Ja, waren jetzt echt ein paar schöne. Dann können wir die schon mal direkt hier reinmachen. Für 65, 12, da machen wir mal glatt 70 dran. Dann haben wir noch eine. Hatten wir jetzt noch eine höhere? Nee. Na, wollen wir dann auch konsequent bleiben.
Achso, wo bin ich jetzt? Album zu. Dann machen wir die hier hin. Und Johnny hat Feierabend, genau. Da muss ich nämlich jetzt auf die Kasse achten. 97 ist okay, sonst ist alles voll. Gut, dann können wir nämlich gleich auch den Tagesabschluss machen. Und was ich beim letzten Mal ja auch gesagt habe, aber nicht mehr versucht habe, lass uns das jetzt mal machen. Aber sie geht jetzt nochmal an die Kasse. Ah, jetzt gehen sie aber alle, leider. Sonst hätte ich jetzt mal einen Tisch angehoben, dann sollen die ja verschwinden. Aber das ging jetzt zu schnell. Sorry, da war jetzt nichts mehr zu machen. So, kauft noch jemand was? Ja, aber an dieser Kasse, gerne. 10, 11, 50. Dankeschön. Guten Abend. Haben Sie gewonnen, Ihr Spiel? Wenn nicht, kommen Sie einfach morgen wieder. Der Tisch ist teurer geworden. So, das sieht eine etwas höhere Karte aus. 45, sehr schön. Vielen Dank. Da war jetzt nichts mehr, ne? Nee. Ach, sorry. Ich gehe bei dem Album immer mit Escape zurück. Sei es wie es sei. So, wir sind fertig. Keiner mehr da. Dann schauen wir uns den Tag an. Und zwar haben wir 13 unzufriedene Kunden. Das war schon mal wesentlich mehr. Also von daher waren auch schon mal nur 9. Okay. Ah, bin ich jetzt völlig mit einverstanden oder bin ich völlig zufrieden. 3044 mit den Artikeln, 456 mit Karten und wie gesagt 1251 jetzt mit dem Spielen. Muss man mal im Auge behalten. Wir hatten schon mal 1,5, von daher aber auf jeden Fall mehr wie beim wie sonst immer. Ne? Hier haben wir natürlich verloren, weil wir ein bisschen weniger gemacht haben. Was ich aber letztes Mal mich auch gefragt habe, wo sind denn die Ausgaben für die Tische? Wo stehen die denn mit drin? Also hier stehen jetzt nur Lieferkosten und Upgrade-Kosten. Das kann damit eigentlich nichts zu tun haben. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, falls ihr das auch gemerkt habt oder wisst, wo es steht. Ja, wir haben ja immer noch Rechnungen, da gucken wir auch mal ganz kurz rein. Da gibt es ja nur eine Gehaltsrechnung, 600, muss aber erst in 6 Tagen bezahlt werden. Dann Elektro, also Stromrechnung und dann eben für die Miete, ganz normal. Also von daher kann natürlich auch in der Miete, hier steht Ladengröße täglich angesammelt, kann natürlich auch die Miete für die Tische drin sein. Ne? Morgen, Johnny. Gut, wissen wir nicht. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Ach, guck mal, ich habe die Preise gar nicht angeglichen, ich depp hier. Und die Leute haben es verkauft. Wurden wir da gar nicht mit benachrichtigt? Wie doof. 82 Euro. Hammer, den ganzen Tag. Da sind ein paar weggegangen. Zum EK dann halt. Na gut. Jetzt schauen wir uns nämlich mal an, was wir sonst noch machen können. Produkttechnisch. Wir sind ja Level 28. Ich würde gerne in die Figuren nochmal einsteigen. Da gibt es jetzt hier nochmal den Burgpick. Da gibt es noch einige hier, die wir machen könnten, leveltechnisch. Die 4 sind es genau. Ja, die wären möglich. Gucken wir uns aber erstmal an, was sonst noch möglich ist. Und zwar gibt es noch einmal eine Kartenhülle. Die würde ich auf jeden Fall gerne machen. Die ist noch frei. Dann gibt es noch eine weitere, aber erst ab Level 30. Dann nehmen wir mal an, da reicht ein Paket. Da sind relativ viele drin. 40 nämlich, genauer gesagt. Dann, dieses Album ist ja auch schön, kommt aber Level 50. Ne? Also das dauert noch. Hier haben wir eigentlich erstmal genug, was die ganzen Rollen angeht, würde ich sagen. Lass uns nochmal hier bei den Boostern durchgucken. Da haben wir ja das schon gemacht. Und hier, das, was ich vorhin sagte, das geht dann weiter mit Level 30, das seltene Schicksalpaket. Also dann werden wir da definitiv die nächste Aufnahme mit starten. Und hier, das ist nichts mehr möglich. Nee, dann wäre es rein theoretisch nur noch die Figuren, die wir hier machen könnten. Hatte ich nicht hier noch irgendwas? Außer das hatte ich ja freigeschaltet, ne? Nochmal ganz kurz gucken. Nee, da war nichts mehr. Dann geht's nur noch ist gut, aber nur noch um Figuren. Aber wir können uns erstmal das machen, was wir gerade haben, damit wir nämlich auch wissen, wo wir die Figuren hinmachen. Ich hätte folgende Idee. Wir machen jetzt hier, weil hier haben wir ja gerade nochmal Kartenhüllen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Feuer war es nicht, ob es Erde war, sehen wir gleich. Das würde ja natürlich hier im Anschluss kommen. Aber was macht man dann da drüber, ne? Ich würde jetzt gerne die hier nochmal so Möbel hinstellen und dann die Alben darüber machen erstmal, weil weitere Würfel gibt es ja nicht. Aber vielleicht kommt von dem Entwickler ja noch irgendwas. Dann hätten wir nämlich für das jetzige Kartenset und für das nächste, was noch kommt, daneben. Und dann hätten wir das alles so zusammen. Heißt also, wir würden Ihmchen hier erstmal kurz in die Hand nehmen. Dann mal eben ein neues Möbelchen kaufen. Dich hätte ich gern. Na. Wieder an der Tür hängen. Denn das passt jetzt hier auch noch hin. Mehr geht dann auch wiederum nicht. Das ist aber trotzdem ganz gut ausgenutzt. So, dann Album hätte ich jetzt lieber anders gestellt. Dann muss ich jetzt einzeln da rausholen, oder? Ne, komm, wir bestellen uns nochmal eine Box. Wir haben ja sowieso noch eine Bestellung offen. Dann nehmen wir noch einmal auf jeden Fall das Album dazu. Oder wir brauchen es, glaube ich, mehrfach. Komm, wir nehmen 3.
Dann machen wir es wie folgt. Wir würden hier die oberen mit Alben machen. Jetzt können wir nämlich auch den Karton nutzen. Ach so, hätten wir gar nicht gebraucht, glaube ich. Hier war noch so viel drin. Egal. Ist noch einer frei? Ne, wir haben gar keinen gebraucht. Nicht schlimm. Jetzt haben wir halt mal ein bisschen Reserve. So, dann würden wir die neue Kartenbox, wo ist sie? Da. Oder Kartenhüllen sind es ja. Dann daneben machen. Und diesmal sofort den Preis machen. Ich bringe nur das mal eben weg. 4,63. 4,80. Gut, was war das jetzt? Wasser war es jetzt. Dann fehlt noch eine Sache, die kommt dann hier hin und dann haben wir das erstmal komplett. Ob wir die Alben da lassen, ich finde die da ein bisschen voluminös, aber erstmal habe ich jetzt da keine andere Idee. Haben ja jetzt nichts anderes. Die Figuren, da kommen wir nämlich jetzt zu, die kämen nämlich dann vielleicht in das Möbel, was wir gerade freigeschaltet haben. Da, wenn die da reinpassen, da bin ich jetzt mal gespannt. Da sind ja drei Geschichten, ich weiß nicht, wie viel da reingehen. Schauen wir mal, wie viel konnten wir uns jetzt freischalten. Vier sind möglich. Geldtechnisch passt es auch. Dann nehmen wir jetzt mal die drei erstmal. 12 sind da drin, da sind nur 8 drin. Dann lass uns davon mal 2 holen, da sind auch nochmal 12 drin. Dann schauen wir mal, ob die da reinpassen. Ist da jetzt irgendeiner größer, kleiner wie der andere? Ja, die passen da rein. Und sieht doch auch gut aus. Gut. Obendrauf aber nicht, ne? Ne, hatte ich schon mal getestet. Okay, braucht übrigens die Kisten nicht zumachen, wenn man sie reinmacht. Das macht es automatisch. Finde ich auch schon mal gut. So, und wo kommst du jetzt hin? Das ist die nächste Frage. Vielleicht hier? Ich meine, die einen Figuren sind hier, aber unseren Tisch würde ich jetzt ungern nochmal woanders hinstellen. Sieht auch zu gedrungen aus. Ne, dann lass uns dich hier hinnehmen. Dann wird es echt schon schwierig, ne, wenn man ein bisschen Ordnung haben möchte. Ja. So, das nächste bitte. Könnte mir vorstellen, dass man da viel auffüllen muss. Und jetzt haben wir zum ersten Mal auch, dass wir hier zu wenig, aber ich habe ja auch die blöden Alben zu viel bestellt. Dann noch der Stern. Da passen mehr rein, schaut mal. War das jetzt alles? Ja, da fehlt uns tatsächlich noch ein Viech, ne? Na. Die Fledermaus habe ich ja auch nicht gemacht. Komm, dann lass uns die noch mitnehmen. Auch nochmal bestellen, auch zweimal. Und dann bestellen wir uns noch einen Schrank. Ein anderes Möbel. Wir hätten jetzt in der Mitte, aber da war ja auch kein Platz mehr. Nee, ich glaube, da passt jetzt noch einer dazwischen oder daneben, wie auch immer. Und dann ist aber auch gut. Dann haben wir aber auch alles unter. Ja. Einverstanden. Dann kommt jetzt nochmal die Fledermaus. Die setze ich jetzt mal nach hier. Ich glaube, die ist auch größer. Dann kriegt die jetzt zwei Geschichten. Und das andere war eher hier. Ich weiß ja alle nicht, wie die heißen. Ne? Da passen auch nur 6 rein. Ja, jetzt muss man überlegen, fangen wir nämlich hier wieder mit sowas an hier, ob wir hier noch ein weiteres Möbel, müssen wir uns aber angucken, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Gucken wir uns mal an, da ist nochmal die Fledermaus, dann machen wir die nochmal voll. Ja. Und dann machen wir die Preise. Was kostet ihr denn alles so? 25, 30, 25, 50, im Laden bin ich ja immer vorsichtig, 38, 50. Dann Lunik für 41,50. Ja, mal ganz nette Preise, ne? Dann Trickstar für 28. Haben wir da alle, ne? Ja. Aber sonst noch irgendwas? Nö. Dann lass uns nochmal kurz open. Wenn jetzt nicht den ganzen Tag nochmal durchputzen, aber vielleicht nochmal schauen, dass wir so ein bisschen sehen, was noch möglich ist. Aber da haben wir heute schon wieder ganz viel Neues reingenommen.
Ich nehme die jetzt nochmal einzeln, weil die Leute ja gleich kommen. Meistens ist morgens ja mal ein bisschen mehr an den Kassen los, das sagte ich ja bereits. Lassen wir mal bei 11. Ja, die Preise, ne, wir haben ja jetzt hier ein paar verkauft, aber noch nicht so viel. Da muss man echt immer wieder drüber gucken. Und zum Preisen kann ich gleich noch mal kurz selbst mit euch gucken. Kann ich wirklich nur als Tipp geben. Guck mal, er ist sauber geworden. Also die Strategie geht jetzt wirklich auf mit dem zweimal. Bin ich ja beruhigt. Also die Preise allgemein, echt, ich kann, manchmal kann man echt täglich drauf gucken. Zum Beispiel bei ihm können wir jetzt mal gucken. Ihmchen wechselt sich sehr häufig. Jetzt ist in Ordnung, 65, alles gut, aber manchmal... Hier zum Beispiel 34 haben wir, 30 der Markt. Finde ich persönlich ja schon zu teuer. Gehen wir runter auf 31, aber manchmal ist es auch genau andersrum, dass wir was verschenken. Der ist in Ordnung. Und der hier 19, da machen wir 18 raus. Und das gleiche gilt auch hinten für die Würfel. Gerade die höherpreisigen Sachen sind manchmal sehr extrem im Unterschied. Und das ist dann auch so, das wundert mich dann manchmal nicht. Hier können wir zum Beispiel mehr nehmen, 18. Dass manchmal Sachen überbleiben, wenn wir viel zu teuer sind. Hier können wir auf 19 mal hochgehen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist auch okay. Schauen wir zur Kasse. $125,50. Dankeschön. 7 für Sie. Danke auch. Und 6, danke schön. Dann gucken wir uns die 4 auch nochmal eben an. Vor allem, wie gesagt, die großen in Ordnung. Na, auch gerade ebenso. In Ordnung. Auch in Ordnung. Also, immer wieder mal gucken. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dieses Preisänderungssystem, was ich ja auch schon mal gesagt habe, finde ich persönlich unübersichtlich. Was ihr über Tab erreichen könnt. So, 7 zurück. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal irgendwie noch mal ein paar schöne Karten haben hier, ne? Vor allem für unseren neuen schönen Tisch. Der wird ja immer leerer. Also ist gut, diese Geschichten von der Bestimmung da auch mit rüber zu nehmen. Also alles, was über 10 Euro geht, im Wert, sollten wir mit rüber nehmen. Die eine haben wir ja selbst gerade auf 11 gemacht, hat aber einen Wert von unter 10. Kann man jetzt auch mit rüber nehmen, so ist es ja nicht, aber... Droppt gerade nichts, aber wie ich sagte, Geduld, da hinten pufft's. Ist immer ein gutes Zeichen. 8,25,99 ist okay und 8,8850 ist okay. Wir machen jetzt nochmal, die zwei sind es jetzt. Da habe ich jetzt, habe ich ein Gefühl, da ist einer bei. Komm. Eine noch. Komm, die mittlere. Du bist es. Du bist es. Chaka. Ach, mit Beschwören ist hier nichts, ihr merkt's. Der Herr ist auch sauber geworden. Hui, was haben Sie denn vor? Und wunderschönen guten Morgen. Nee, 160. 20. Meine Augen werden ja auch immer schlechter, ne? Schlimm. Dringend zum Optiker. 4,50 zurück. Dankeschön. Ja, gut, wie sieht es hier hinten aus? Nochmal ganz kurz gucken. Sind die Spiele, Tische? Ja, das müssen wir echt jetzt beobachten. Also, jetzt sind gerade ein paar Tische frei. Ist das Spiel zu teuer? Ne? Ist es mit 20 Euro zu teuer? Ich weiß jetzt gar nicht, ob mal irgendeiner hier meckert, so nach dem Motto, das ist mir zu teuer. Das sagt er bei den Karten ja auch. Ja, muss man einfach mal beobachten. Die Gebühr ist hier zu hoch. Ah, da haben wir es doch schon. Gut. Ja, es bringt ja auch nichts, wenn die Tische frei bleiben, ne? Also von daher, komm, wir gehen auf diese 28, die hier gefordert ist. Ich will hier auch nichts verschenken. Wir wollen ja kundenfreundlich bleiben. Grundsätzlich läuft es ja ganz gut. Och, guck mal, ein neuer Artikel. Der Tricks da für 28. Danke. Und eine Karte für 11. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal von den drei auf. Zum Abschluss.
Dann soll es das auch für heute wieder gewesen sein. Wie gesagt, wir haben wieder viel geschafft. Und Level 30 ist jetzt das Thema. Sprich, bis dahin wird die nächste Aufnahme warten. Hat natürlich auch mal damit zu tun, ob ich Zeit habe. Aber jetzt hatte ich gerade 2 Tage frei, habe dann viel gezockt. Und wie ich vorhin schon mal sagte, versprochen, die anderen Spiele folgen. Aber das wollen wir natürlich gerade alle gerne mitnehmen. Gut, dann beende ich das Ganze mit dem Herrn hier, der für 79,70 einkauft. Na, passt. Und wie besprochen, beim nächsten Mal, der Tisch ist mittlerweile leer, das können wir auch nochmal mitnehmen. Also preisetechnisch ist es völlig okay. Die ist jetzt noch hier stehen, ja, die ist jetzt fast 11 Euro teurer. Okay, das kann man ja einfach mal so beobachten, aber der Rest ist verkauft. Haben wir das auch noch schön mitgenommen, finde ich gut. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn wir Level 30 oder schon 31 sind. Schauen wir mal, dann kriegen wir noch ein paar andere Sachen gemacht. Bis dahin sage ich auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen. Vielen Dank auch für die lieben Kommentare weiterhin und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.